So, hallo, heute geht es mal um das Layout für die neue Bahn. Ich habe im letzten Video erklärt, was das Konzept ist. Also es geht primär darum, dass wir die kleinen Autos 1 zu 32 fahren können und zwar in einem Tourenwagen-Setup. Das heißt, die Skeletrix von der BTCC, also von der British Touring Cars Championship Serie, als auch vielleicht andere Tourenwagen, wie zum Beispiel die Slotted Classics, DTM. Dafür brauchen wir jetzt ein vernünftiges Layout. So, und meine andere Bahn ist ja sehr lang, 9 mal 2 Meter, also 9 circa. Und da ist natürlich alles in die Länge gezogen, deswegen dachten wir, hier bauen wir mal eine andere Bahn, die eher ein bisschen quadratisch anmutet. So, die Plattenmaße habe ich jetzt schon mal ausgemessen, das sind ungefähr 2,85 Meter mal 3,45 Meter. Das Ganze hat noch eine Herausforderung, sie muss abbaubar sein, weil ich den Raum nicht ständig dafür nutzen möchte. Und bevor wir jetzt aber irgendwie überlegen, wie das jetzt alles genau werden wird, brauchen wir erstmal ein Layout. So. Und wir haben gesagt, wir wollen Tourenwagen. Das ist für mich auf jeden Fall Kontaktsport. Wir brauchen viele Weichen. So. Ich habe mir natürlich im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht. Ich würde jetzt aber trotzdem einmal das Layout mit euch zusammen hier an der Softie Royale, das ist die Planungssoftware, mal Schritt für Schritt aufplanen, so dass wir jede Kurve mal besprechen können. Also wir brauchen natürlich erstmal einen Startpunkt, dann nehmen wir doch am besten erstmal den CU, die packen wir jetzt ungefähr mal, ich sag mal hier hin. Man braucht immer eine Standardgerade vor der vor der CU, damit man die Diode trifft. So, und jetzt die Frage, was machen wir hier, ne? Also wie scharfe Kurve direkt nach der Startzielansicht bei mir kann man machen, aber so direkt nach dem Start finde ich das immer nicht so praktisch. Du willst ja erstmal losfahren. Da würde ich sagen, starten wir nochmal mit einer K3, einer langen gezogenen Kurve, und das soll ja alles ein bisschen Anspruch haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach so weiter planen, kommen wir dann da raus. Ja, kann man natürlich bauen, aber ist natürlich auch fürchterlich langweilig, ne? Also vielleicht gleich eine schließende Kurve hier reinpacken. Sagen, okay. Längere Kurven machen meistens auch mehr Spaß. Das heißt, wir versuchen jetzt hier mal gleich mal eine langgezogene Kurve, einen Gegenschwung. Sowas hatte ich schon mal aufgebaut, das funktioniert gut, das macht Spaß. Wenn man nicht zu schnell ist. Also wenn man da jetzt mit nach 20 Standardgraden rein muss, natürlich trotzdem noch hart runterbremsen. Da kann man genauso gut auch eine engere Kurve reinpacken. Aber hier in dem Fall macht es durchaus Sinn, dass wir, also da kann man hier schon noch auf dem Gas bleiben, ist gut. Die Autos sind ja auch nicht so schnell, die wir jetzt fahren wollen. Das ist ja der Hauptunterschied. So, und dann brauchen wir natürlich eine Weiche, ne? Also erstmal wechseln. Hier wird später die Boxengasse reinkommen. Das kann ich euch schon mal verraten, wie ich das vorhabe. Auch hier ein wichtiger Tipp: Boxengassen. Gerade bei den kleinen Autos finde ich persönlich, dass das mit einer Engstelle viel einfacher zu lösen ist. Die Autos, die slotten nicht so leicht, die Weiche wird besser zurückgestellt, du kommst mehr Speeder durch. Das macht alles deutlich angenehmer. Deswegen ist meine Devise immer, wenn ich einen neuen Plan plane, dann plane ich sie in der Engstelle und nicht mehr mit diesen Standard Pitstop-Weichen. Die sind einfach zu eng und das funktioniert also bei mir nicht richtig. Ich habe immer Ärger damit. So, jetzt könnte man natürlich hier erstmal sagen, okay, wir gehen jetzt wieder in eine Kurve rein. Ist auch die Frage, machen wir eine öffnende Kurve hier? Also, dass wir sagen, okay, du kommst hier an mit gewissen Geschwindigkeit, bremst runter und gibst dann wieder Gas. Kann man machen. Ich fände es aber schöner, wenn wir sagen, wir kommen hier an, haben ein bisschen Speed, nehmen den noch mit in die Kurve rein, bremsen dann hart runter. Ich möchte ja grundsätzlich bei dem Layout, wenn die Autos jetzt auch nicht so schnell sind, mehr. Es muss auch ein bisschen. Es soll eckiger sein. Also, wir können nicht alles so ganz rund machen. Weil die Autos, wenn die langsam sind, kann man auch eckiger fahren und wir brauchen ja auch Möglichkeiten, wo man Fehler machen kann. Ja, es soll ja für Rennstrecke sein, also für Rennen gedacht, nicht für die Einzelfahrt. Da ist extrem wichtig, dass wir Fehlerquellen einbauen. Ne? Also wir müssen ja irgendwie die Spreu vom Weizen trennen. So, und das heißt, wir haben hier natürlich die Chance, nach dem Bereich direkt erstmal eine Weiche zu setzen. Jetzt hier fände ich es schön, also irgendwo brauchen wir eine lange Kurve, eine K4. Ne? Das ist einfach so abwechselnd, wir haben jetzt hier K3, geht zu, geht auf mit Gegenschwung. Hier ein harter Bremspunkt, der aber sich so ein bisschen verzögert, also nicht direkt hart rein, sondern mit einer K2. Da würde es sich jetzt total anbieten, wenn wir hier mal eine K4 setzen. Üblicherweise
Also was man oft sieht, ist, da kommt da die K4-Kurve. Auch hier gilt, wenn man die Kurvenradius ändert, da entsteht die Wurzel. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier die restlichen K4 wieder raus und bauen jetzt mal hier eine K3 rein. Das heißt, ich kann hier viel Speed, also wir fahren das mal schön durch. Ich gebe Gas. Hier kann ich wahrscheinlich noch relativ auf dem Gas bleiben. Beim Gegenschwung muss ich vielleicht kurz lupfen, ne, weil es jetzt hier wird es ein bisschen eng. Gas, 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 Gas. Hier spät reinbremsen, richtig runter und hier sofort wieder auf dem Gas. Also hier kann man beliebig Zeit liegen lassen. Ne? So, dann muss ich auf dem Gas bleiben. Ich werde hier die Kurve wahrscheinlich voll anfahren können. Muss jetzt hier wieder lupfen. Das muss jetzt irgendwie hier die gute Kurvengeschwindigkeit treffen. Und am Ausgang, das machen wir jetzt einfach mal so, wieder richtig drauflatschen. Ne? So, damit wir auch ein bisschen Speed für die nächste Gerade haben. Ach, da bauen wir auch gleich eine Weiche ein. Wollen wir mal nicht geizen. So, und jetzt gibt es eine persönliche Favorit von mir. Das ist die Haarnadelkurve. Die habe ich auf meiner anderen Bahn nicht eingebaut. Ich habe die aber schon mal in verschiedenen Layouts getestet. Die macht Spaß. Das ist nochmal ein richtiges Highlight, gerade wenn man die, wenn die Autos nicht zu schnell sind und man spontan entscheiden kann, oh, ich bremse ab, ich lasse ihn vor oder eben nicht. Klar, die Weichen suggerieren jetzt, dass man da irgendwie vielleicht parallel vorbeikommt. Tut's, aber tut man ja nicht. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, hier vielleicht nochmal kurz vorzuziehen. Außen, die geht dann hier rein, hat man eine relativ weiche Linie, kommt dann hier raus, kann jetzt natürlich innen die Kurve rein, wenn einem das zu hart ist. Ich würde sagen, hier muss ich ja irgendeine enge Kurve reinbauen. Kann ich natürlich auch nochmal auf die Außen wechseln, dann die Geschwindigkeit reduzieren und dann die nächste hier auch außen. Das hängt ein bisschen auch mit dem sportlichen Reglement zusammen. Also bei uns gilt, wenn man nicht direkt im Zweikampf ist, gehört die innere Kurve, also gehört die Kurve immer dem, der innen fährt. Was heißt das jetzt? Also angenommen, wir sind jetzt mehr als eine Runde auseinander, nicht im direkten Zweikampf, ich will überholen, da wäre es sinnvoll, ich wechsle hier nach innen und von hier wieder nach innen. Ja? Weil wenn ich jetzt hier den anderen berühre und abfliege, kriege ich dafür keine Strafe. Ja? So. Also fürs Anrempeln, wir wollen ja Kontaktsport, da brauchen wir klar Regeln. So. Jetzt haben wir. Hier kommt noch ein Drittel rein, damit wir dann die nächste Weiche. Hier ist jetzt eine super Stelle. Ich würde hier sehr gerne durch den kurzen Radstand geht das auch, dass man hier nur eine kurze Drittelgrad drin hat und dann direkt eine Kurvenweiche einsteigt. Eine Kurvenweiche bauen. Mal kurz gucken, was hier geeignet ist. Von außen nach innen, ne? Also andere macht irgendwie keinen Sinn. So, das sieht gut aus. Jetzt kommen wir also an. Das ist eine sehr langsame Passage. Jetzt sind wir hier quasi rum. Hier bremsen. Jetzt muss man ein bisschen Gas, kann man ein bisschen Schwung, aber eigentlich sofort wieder das ziemlich schwierige Strecke hier, die Kurve richtig zu treffen. Und jetzt können wir an dieser Stelle natürlich wieder raus beschleunigen. Also hier könnt ihr natürlich wieder irgendwas Enges machen. Also können wir mal überlegen. Jetzt irgendwie sowas machen hier. Irgendwie ein S, aber ganz ehrlich. Der Teil ist jetzt schon angestrengt genug. Da müssen wir jetzt unbedingt erstmal wieder ein bisschen Speed aufbauen. So. Also Spaß macht natürlich schon, wenn die Kurve richtig aufmacht, dann kann man da auch richtig aufs Gas drücken. Also jetzt können wir natürlich, ein Beispiel, wir können natürlich jetzt einfach hier so runterfahren irgendwie. Aber das sieht natürlich fürchterlich langweilig aus, wenn man hier so zwei parallelen Geraden hat. Deswegen macht man das üblicherweise nicht, sondern man versucht dann nochmal hier eine K4 zu verbauen, das ein bisschen diagonal zu gestalten. Das sieht dann gleich interessanter aus. Das wird jetzt hier verdammt eng. Mal gucken, ob das hier aufgeht. So. Ja, noch ein Drittel rein. Ich kenne den Plan ja schon. Und dann war jetzt die Idee, wir müssen natürlich nochmal wechseln. Ne? Also jetzt hier nochmal. Auf der Geraden am Ende in den Bremspunkt hier in die Kreuzweiche reinstechen, rechts oder links, je nachdem, um eine Lücke zu finden, um vorbeizuziehen. Jetzt könnt ihr natürlich sofort wieder hier eine K1, also irgendwie eng muss das ja werden, aber das ist natürlich jetzt schon harter Tobak. Wenn du jetzt hier oben rankommst, mit viel Speed in die Kurve rein und dann, also sowas würde ich immer vermeiden, dass du in außen einer Kreuzweiche, die dann, du willst ja auch wenn man nach außen schalten, dann direkt hart abbiegst. Ne? Also, das wird nicht funktionieren, da musst du so früh bremsen und so langsam fahren, dass der innere dann einen Vorteil hat. Deswegen würde ich das nicht tun. Was besser funktioniert, ist eine K2. Da kannst du natürlich mehr Speed mitnehmen. Und gerne dann, wenn du jetzt quasi schon ein Stück vor bist, dann den harten Bremspunkt setzen.
Gut, jetzt müssen wir, also wie gesagt, jetzt müssten wir hier nochmal ein bisschen, also was kann man jetzt machen? Man kann natürlich jetzt hier nochmal eine K2 reinbauen, aber dann haben wir wieder das Problem, dass das jetzt hier wieder so parallel verläuft, ne? Man sieht, das sieht halt einfach wieder nicht aus. Das ist viel interessanter, wenn wir sagen, okay, wir bauen da einfach nur eine K4 rein und Drittel gerade und jetzt müssen wir irgendwie rum. Jetzt hatten wir natürlich alle Möglichkeiten, ne? Wir können natürlich hier hochfahren. Dann einen harten Bremspunkt und dann, oder wir machen vielleicht einen weichen Bremspunkt, kann man sich ja überlegen, so bremsen wir da rein, dann irgendwie hier rum und dann geht das wieder auf. Ne? Wäre sicherlich irgendeine Option, die man ziehen könnte. Gut, passt jetzt nicht, man kann K2 nehmen und so. Aber ich habe mir überlegt, es wäre doch jetzt nochmal schick, wenn man so kurz vor dem Startziel, wo es jetzt um die Wurst geht, ne? Man hat jetzt ein bisschen Vorsprung, also das eigene Auto ist irgendwo hier. Und der Verfolger ist vielleicht direkt dahinter. Jetzt will man ja vielleicht nochmal auf die engere Spur, um dann nochmal einen kürzeren Weg zu haben. Da macht es dann wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn wir nochmal eine Kurvenweiche setzen. Und zwar von außen nach innen. Kurvenweichen, ich habe da so ein zwiespältiges Verhältnis mit denen. Also die schalten nicht immer so schön zurück wie die Geraden, ne? Weil das Auto ja so, also wenn du schnell genug fährst, dann sind natürlich die Außenräder mehr belastet. Vielleicht fährst du sogar in zwei Rädern rum, dann kommt der Leichtgel hoch und schaltet nicht richtig zurück. Aber wenn es funktioniert, dann ist es das Beste, was es gibt auf der Welt. Also hier auf der letzten Kurve, stellt man sich mal vor, ne, fahr ich hier quasi hier jetzt außen, ne, der Konkurrent fährt innen, denkt, ja klar, jetzt fahre ich hier rein und dann beschleunige ich raus und dann bin ich Erster. Und du schaffst es vielleicht hier ein bisschen Vorsprung zu haben aus dieser inneren Kurve raus und ziehst ihn rein, dass er nicht überholen kann. Also das sind die Momente, die vergisst nie wieder. So, also von daher würde ich sowas immer in die Bahn einbauen, wenn es irgendwie reinpasst, weil ist klar, das passiert nicht jedes Rennen, aber wenn es passiert, unbezahlbar. So, dann ja, müssen wir das noch irgendwie zumachen. Ah ja, also 80-20, das passt so. Das kriegt man nachher zu. Das ist natürlich die Frage, wie Boxengasse. Ich habe es ja schon angedeutet. Da werden wir ein bisschen an den Schienen schneiden müssen. Das heißt, was jetzt hier reinkommt, wir müssen jetzt irgendwie, nee, das ist glaube ich falsch. Wir machen hier so. Also von der Engstelle gibt es ja die Dreiviertelgeraden. Die würde ich jetzt hier einbauen. Das geht nachher auf. Ein bisschen mit dem K4 spielen. So, dass die Idee ist, dass wir ein bisschen Platz haben zwischen der Boxengasse, die dann irgendwo hier stehen wird. Und der Rennstrecke. Bei meiner anderen Bahn ist das quasi parallel miteinander. Da muss man so, kann man auch eine Boxenmauer machen, eine ganz dünne, aus, ja, ich sag mal, laminiertem Papier oder sowas. Aber ich hätte hier einfach gern mal anders. Ich hätte gern ein bisschen mehr Abstand. So, das probieren wir es mal zu realisieren. Werden hier auch kein Cockpit XP einsetzen, sondern ich möchte hier einfach Carrera Standardmodule verwenden, Standardtechnik. So wie kann ich schon sagen, da gibt es aber ein extra Video, mit dem ich das alles nochmal erkläre, was ich mir da ausgedacht habe. Aber vorher müssen wir ja erstmal die Platten bauen und eine Unterkonstruktion herstellen. So, das heißt, wenn ich das jetzt so mache, dann, boah, das geht auf. So, das heißt, das setzen wir hier dran. Jetzt brauchen wir die Engstelle rechts. Den ersten Teil, der kommt dann hier dran. Und dann machen wir das hier zu. So, kann man das hier noch hinpacken und das hier hinpacken. Jetzt, so, wo kommen wir denn raus? Also wir sind jetzt so bei 16,5 versus 15,9 Meter. Das heißt, wir haben hier keinen Spurlängenausgleich. So, jetzt die Meinung dazu geht natürlich beliebig auseinander. Analog brauche ich den Spurlängenausgleich in der Regel schon. Ja, das hat man da. Du kannst die Spur nicht wechseln, du willst ja enge Falls haben. Aber in der Praxis unter uns, die Spuren sind immer unterschiedlich schnell. Es gibt Spuren, die werden im Training mehr gefahren, die müssen dann erstmal Grip aufbauen. Dann ist es auch so, dass vielleicht eine Spur ein bisschen mehr eine Welle hat, weil da eine Überführung ist oder der Stoß nicht hundertprozentig oder weiß der Geier, aber es gibt immer irgendeinen Grund, warum irgendeine Spur schneller ist wie die andere. Also das ist völlig utopisch zu glauben, dass die Spuren, nur weil sie gleich lang sind, auch gleich schnell sind. Das ist ja auch der Punkt hier. Also wo sind die Kurven denn jetzt? Also wo ist denn die Strecke kürzer? Sie ist natürlich kürzer in den Kurven, so. Aber du kannst dann einen Radius, der größer ist, kann natürlich tendenziell auch mit mehr Geschwindigkeit nehmen. Also ich behaupte jetzt mal, dass dieser Unterschied hier, das hat nicht wirklich einen Einfluss. Das können wir ignorieren. Und wir wollen ja auch, dass wir viele Spurwechsel benutzen.
So, was haben wir jetzt hier drin? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Weichen auf 16 Meter. Das ist natürlich brutal viel. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal hingekriegt. Jetzt überlegen wir mal, sind die Kurven unterschiedlich, wie wird sich das fahren? Also ich fahre ja irgendwo hier aus der Startaufstellung los, gebe ich erstmal richtig Gas, muss ich hier runterbremsen, in die Kurve rein, Gegenschwung. Das muss man testen, je nach Auto muss man hier wahrscheinlich, also man kann es nicht vollfahren, das wird nicht funktionieren, aber man kann hier auf jeden Fall schon mal mit ordentlich Vollgas rein und dann muss man irgendwo hier die Geschwindigkeit reduzieren. Ich sollte ja mit nicht so viel Drift fahren, grundsätzlich nicht. Das heißt, ich werde hier auch die Weichen schalten können. Für ganz Mutige ist natürlich die Innenspur geeignet. Ansonsten würde ich vielleicht im ersten Runde mal außen fahren. Da habe ich ein bisschen mehr Puffer, wenn ich mich hier verschätze. Kann dann in die Kurve reinbremsen, komme ich hier raus. Und jetzt heißt natürlich auf den Pinsel und richtig drauf und dann hier rein Geschwindigkeit. Also hier wird es entscheidend sein, dass man die richtige Geschwindigkeit trifft, dass man maximale Kurvengeschwindigkeit hier aufbaut, bevor der Wagen ausbricht. Also in dem Teil abbauen vielleicht ein Stück weit und dann wieder drauf und dann hart runterbremsen. Ne? So, und dann je nachdem, wo man jetzt hier den Bremspunkt findet, kann man auch die Weiche schalten oder auf der Weiche runterbremsen, sodass ich dann vielleicht hier innen vorbeikomme oder eben außen den langen Weg. Das ist ja, also vorbeigehen, sage ich deshalb, weil es ist ja eine Hardankurve. So, da muss man also genau gucken. Also am äußeren Ende kann man überholen, direkt in der Mitte eher nicht. Und es hängt jetzt auch stark von den Autos ab. Die Skalettricks sind sehr schmal, da kommt man tatsächlich auch hier fast parallel vorbei. Ist aber eine ganz enge Geschichte. Haben wir mal getestet, macht total Spaß, wenn es klappt. So, dann kann ich natürlich hier wieder die Weiche wechseln. Mal gucken, was hier die präferierte Linie ist. Ich würde mal sagen, vielleicht komme ich hier auf die äußere Bahn. Und dann kann ich hier ein bisschen. Das ist der tricky Part. Ich habe hier wirklich die Chance. Da muss ich, wie sagt man hier so im Umgangssprech, hackeln, ne? Also kurzen Gasstoß geben, sofort wieder hart in die Eisen, weil es ein K1 ist. Also auf die Stelle freue ich mich. Die wird nicht einfach zu fahren sein. Das wird am Anfang total hakelig aussehen. Wenn man den Dreh raus hat, kann man aber die Konkurrenz stehen lassen, ne? Also das können wir uns sicher sein. Das wird dann nochmal interessant. Wenn ich dann hier. Also die Idee ist, dass ich hier jetzt auf die Innenbahn ziehe. Dann kann ich hier runterfahren, bleib hier auf der Innenbahn, muss hier anbremsen und kann dann hier wieder auf die, also richtige Ideallinie fahren. Ne? Also rein in die Kurve, da würde man ja gut, üblicherweise würde man jetzt hier außen und dann, aber das geht letztendlich gar nicht wirklich abbilden. Ich kann aber zumindest mal sagen, ich kann hier Ideallinie fahren von außen nach innen und hier wieder von außen nach innen. Das glaube ich schon ganz gut. So, Boxengasse, wie würden wir die realisieren? Wir haben hier natürlich dann Pitstop-Adapter-Unit eingebaut, sodass wenn man hier drüber fährt und langsam ein bisschen vorrollt, dann kann man wieder noch über anderes tanken. Da müssen wir überlegen, wie wir das regeln. Da ist natürlich auch eine Abkürzung. Also wir müssen auch gucken, dass die Zeit nicht zu lange, also dass man nicht zu schneller durchfährt. Das kann man entweder regeln, indem man hier den ganzen Abschnitt entkoppelt und sagt, gut, wir setzen die Spannung runter. Das wäre mir jetzt aber, glaube ich, zu aufwendig. Das ist ja eine abbaubare Bahn. Alternativ kann man natürlich immer sagen, Cockpit haben wir nicht. Smart Race, das werden wir hier als Technik einsetzen, vielleicht nochmal verraten. Smart Race trackt mal die Zeit. Ne? Also das geht sicherlich, dass man das ja irgendwie prüft. An der Stelle hier, da würde ich auf jeden Fall noch eine, kann man das hier irgendwie darstellen? So ein Taschenteil gibt es nicht. Ich mach mal einfach so. Also seht es mir nach. Ich baue jetzt mal hier. Das ist eine Checklane. Also hier würde ich nochmal eine Zwischenzeit nehmen. Einfach deshalb, weil wenn hier die Runden nicht gezählt werden, die CU unterstützt ja keinen Nachlauf. Das heißt, wenn jemand hier Chaos drückt und drüber rollt, dann wird die Runde nicht gezählt. Und Smart Race hat eine Funktion, die dann erkennt, man ist da über eine Checklane gefahren und nicht über die Startgerade und rechnet dann die zeigt eine Meldung an und zählt dann auch die Runde rauf. So würde ich jetzt mal das Problem mit dem nicht vorhandenen Nachlauf überbrücken. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz überlegen. Also wir noch mal ganz kurz überlegen, welche Kurventypen wir haben. Wir haben hier eine relativ mittelschnelle Kurve, sage ich mal, mit Gegenschwung. Hier haben wir eine Kurve zum Reifen, die sie zumacht. Hier haben wir eine schnelle, sehr schnelle Kurve, die in der Mitte zumacht und wieder aufmacht. Hier haben wir den Klassiker 180 Grad Haarnadelkurve.
Hier haben wir eine Kurve, die macht ein bisschen auf, aber das ist eigentlich der Rede wert. Also hier haben wir einfach eine enge Kurve, ähnlich wie eine Schikane letztendlich, die dann irgendwie hier in eine Stummelgerade mündet. Und dann haben wir eine Kurve, die macht klassisch auf, ja, die macht richtig auf. Und dann haben wir eine Kurve, die macht eher tendenziell, es wird sich dann so einfach, dass sie zumacht, ähnlich wie hier oben, aber halt natürlich lang. Ne? Dadurch die K4 wird sich diese hier auch definitiv anders fahren wie die hier, wo ich exakt, sobald der Wagen hier gerade steht, Gas geben muss. Und hier ist natürlich deutlich runder. Und dann habe ich eine wiederum harte Kurve, die wieder aufmacht. Also ich glaube, in Summe haben wir schon relativ viele Kurvenkombinationen drin. Was haben wir nicht? Wir haben kein klassisches S-Schikane oder solche Dinge. Die hätte ich auch gern drin gehabt, habe ich auch lange überlegt. Und gibt es auch Planungsvarianten, wo ich hier noch eine S-Kurve drin habe. Aber das fährt sich einfach dann gar nicht mehr flüssig, ne? Weil wir haben schon so viele kurze, gestückelte Geraden, sage ich mal, die ganz kurzen Gasstoß erfordern. Das wird auch nur funktionieren, wenn man die Autos natürlich in der Geschwindigkeit in der CU runterregelt. Ich kann hier nicht mit Max-Speed 14,8 Volt irgendwie Revos über die Bahn hetzen. Das wird nicht funktionieren. Das ist auch nicht die Idee. Also die Idee ist grundsätzlich noch ein Tipp vielleicht dazu, wie stelle ich dir denn jetzt die optimale Geschwindigkeit an? Also letztendlich ist es so, die Einstellungsmöglichkeit momentan bei den Reglern für digitale Bahnen, ich rede jetzt schon gar nicht von den Karriereregeln, sondern von den Pistolenreglern, die es am Markt gibt, die sind dahingehend ein bisschen begrenzt. Also üblicherweise, wenn du analog fährst, wirst du den Regelbereich dahin verschieben, wo du halt fein regeln musst, aber eigentlich so wenig Fehlerquellen wie möglich haben in deinem Regelweg. Ja, also natürlich nicht diesen Lichtschalter-Effekt, dass du einfach an ausmachst, aber du willst dann halt aus den Kurven sauber raus beschleunigen können. Und ja, und das war es eigentlich, was du da an großem Regelbereich brauchst. Ne? Also eine Geschwindigkeit in die Kurve einstellen, sauber raus beschleunigen, du lässt den Wagen in die Kurve reinrollen und kommst damit rum und gibst dann sachte Gas. So, das ist eigentlich das, wie man üblicherweise auch schnell ist. Also zumindest viele, nicht alle. Es gibt immer unterschiedliche Fahrstile, ist auch klar. So, bei den Karriereregeln kann ich die Grundgeschwindigkeit nicht reindrehen aktuell. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, einen Grundspeed. Also von unten her den Fußpunkt der Kurve quasi nach oben zu verschieben. Und deswegen muss man halt hier auf jeden Fall schauen, dass wir eine gute Bandbreite haben, dass wir Vollgaspassagen haben, weil die machen einfach Spaß. Also die ganze Zeit den Regler so in 50% zu halten, macht keinen Spaß, sag ich mal. Sondern du willst, jetzt kommt gerade, jetzt drückst du auch richtig durch. So. Das heißt, also irgendwo hier musst du Vollgas fahren können, hier musst du ein Stück Vollgas fahren können, ja, hier mit sehr viel Übung. Hier musst du Vollgas drücken können und hier willst du auch Vollgas fahren können. So muss es also eingestellt sein, dass der Wagen hier voll, dass du voll drücken kannst, die Stellen. Hier soll es natürlich lupfen müssen. Das wäre so, also mindestens so schnell, dass du die schnellste Kurve nicht Vollgas fahren kannst. Und sonst ist es aber hier relativ harmonisch. Wir haben nur kurze Geraden drin und nicht eine ellenlange. Also Problem, was man hat, wenn man eine ganz lange Gerade hat und dann eine sehr scharfe Kurve, sage ich mal, die man nicht durchrollen kann, sondern die man fahren muss. Also ich sag mal, das kann man ja mal schon hier hinbauen, also dass ihr kurz versteht, was so unharmonisch ist. Wenn ich jetzt hier den hier mache, also ich habe jetzt mal einen Haufen Geraden, also die Geschwindigkeit baut sich auf, Wagen dreht vielleicht fast aus, wird extrem schnell und ich mache dann hier den hier. Gut, kann ich hier bremsen, rolle ich durch, kein Problem. Wenn ich aber dann die ganze Zeit sowas habe, also keine Ahnung, also, ne, ich glaube, die Idee wird klar. Dann habe ich also einen großen Teil, den ich geregelt fahren muss. Und das bei einem sehr aggressiv eingestellten Auto, weil ich will ja nicht, dass der Wagen auf der Geraden verhungert, sondern ich werde ja gucken, dass der irgendwie hier seine Höchstgeschwindigkeit erreicht und nicht hier vorne. Also kann der Wagen, habe ich im Endeffekt, hier gebe ich Vollgas, er wird immer schneller. Und hier muss ich plötzlich mit so, ich sag mal, 2 mm Triggerweg irgendwie den Wagen um die Kurve wuchten. Das macht keinen Sinn, ja. Deswegen sage ich, für Autos, die nicht solche Kurven mit einer entsprechenden Geschwindigkeit, also entweder mit Magnet oder mit einem richtig ordentlichen Fahrwerk fahren kann, macht die Bahn, die so gebaut ist, keinen Spaß. Und das ist auch das, warum die Leute im Forum meistens dann die K1 kritisieren. Ne? Wohingegen, ich mache das jetzt mal hier, jetzt schweifen wir aber ein bisschen ab, ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Sowas ist kein Problem. Warum? Weil ich fahre hier an, ich bremse und der Wagen, ich muss natürlich so bremsen, dass der Wagen mit der Restgeschwindigkeit, ohne dass ich den Triggerweg benutze, also den Trigger, hier durchrollt und gebe hier wieder Gas. Deutlich weniger kompliziert als ein langes Geschlängel K1 mit einer Strecke, wo ich sehr lange Geraden verbaut habe.
Deswegen funktioniert das Skylight Tracer auf meiner Bahn nicht. Das konnte ich jetzt hier nochmal gut zeigen. Und das wird hier der Riesenvorteil sein, warum die Autos dort brutal Spaß machen. Ich habe keine lange Gerade. Ich habe zwar Vollgasanteile und ich habe eine anspruchsvolle Strecke, aber der Wagen muss nicht zwischen extrem hoher Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde, sage ich mal, und sehr lang, sehr, sehr langsamen Strecken irgendwie bewegt werden, sondern es ist ein, die Bandbreite der Streuung ist geringer. Und das macht das Fahren dann harmonischer. So, jetzt heißt es wie immer, ich baue das erstmal alles auf. Ich werde mir noch ein paar Probanden zum Testen einladen und dann mal eine halbe Stunde, Stunde mal bauen und vielleicht auch noch was umbauen, wenn es nicht funktioniert und dann mal sehen, wo wir da landen. Hier nochmal das ganze Layout inklusive Randstreifen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich versuche die zeitnah zu beantworten. Bis bald.